Ja, wie gehe ich mit dem Thema Angst vor dem Tod um? Heute Morgen habe ich ja die Nachricht bekommen, dass meine Oma ins Krankenhaus gekommen ist. Sie hat einen Schlaganfall gehabt. Sie geht halt wieder gut. Also sie ist jetzt noch ein paar Tage auf der Station und ja, werden abgedatet. Wir dürfen ja leider nicht ins Krankenhaus gehen wegen der aktuellen Corona-Situation. Und ich habe heute Morgen mit mir gerungen, ob ich jetzt sage, boah, teile ich das jetzt mit euch oder teile ich es nicht. Und da ich ja auch immer die ganzen schönen Sachen mit dir teile, wollte ich auch unbedingt, dass ich Dinge mit dir teile, die wirklich mir auch ans Herz gehen, die mich bewegen. Und wenn ich davon rede, dass ich Authentizität in Social Media bringen möchte, dann ist es halt eben auch damit, wie ich mit so solchen mit so solchen Situationen umgehe. Und was mir immer unglaublich hilft oder geholfen hat beim Tod, ist das Dasein für den Menschen. Meine Oma ist, also wenn du jetzt auch Ängste hast, zum Beispiel beim Corona, und du hast Angst, dass irgendjemand von deiner Familie sterben kann davon oder du selber, oder dieses ganze Corona-Thema ist ja gerade das Thema Angst. Angst vor dem Tod, Angst, dass jemand stirbt. Und was mir auch bei Menschen, die in der Vergangenheit gestorben sind, wie mein Opa letztes Jahr, meine Oma vor 5 Jahren, ist, mich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ich fühle dahin, ich beschäftige mich bewusst damit und tue dem Tod etwas Positives anlegen, dass ich sage, ein Beispiel ist von meiner Oma, die jetzt im Krankenhaus ist. Ich habe die letzten 2 Jahre sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Ich habe sie interviewt, ich habe sie ganz viele Dinge gefragt, ich habe sie regelmäßig besucht. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie lieb habe, habe sie angerufen, und ich kann jetzt mit einem guten Gefühl sagen, sie kann gehen. Sie hat letztes Jahr ihren Mann verloren, sie waren 65 Jahre zusammen, bestimmt auch einige von euren Großeltern oder deine Großeltern. Und dass man weiß eigentlich, dass wenn der eine Teil stirbt, wird der andere bald hinterherkommen, weil wenn man so lange Zeit zusammen verbracht hat, ist das einfach, glaube ich, unvorstellbar. Und genau, also die Angst vorm Tod ist für mich etwas, dadurch, dass ich so intensiv da schon zugeschaut habe, ich habe beide meiner anderen Großeltern, die verstorben sind, tot gesehen. Ich habe bewusst entschieden, ich möchte sie noch tot sehen, um einfach auch dem Körper, der dann tot ist, das Gefühl zu geben, die Wertschätzung noch zu geben und auch mich damit nicht zu konfrontieren, aber doch schon zu sagen, ich war da bis zuletzt, auch wenn das jetzt für manche wahrscheinlich unvorstellbar ist. Und es ist nun mal so, dass wir alle sterben werden. Genauso wie wir geboren worden sind, werden wir auch alle sterben. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass wir keine Angst vorm Tod haben. Dass wir sagen können, ich habe ein schönes Leben gelebt, meine Oma hat ein schönes Leben gelebt. Ihr alle habt wahrscheinlich schon Menschen verloren, der euch nah war. Das gehe ich davon aus, Großeltern, was auch immer. Und umso früher man sich damit beschäftigt, dass es in Ordnung ist zu sterben, ich kann morgen überfahren werden, da bin ich tot. Also es ist wirklich so, umso früher man sich bewusst macht, der Tod wird kommen, ist unausweichlich, umso besser geht es einem damit, umso besser geht es mir damit. Als ich heute Morgen die Nachricht bekommen habe, ich habe das ja geteilt mit euch, da ging es mir auch erstmal nicht gut. Ich habe geweint, ich habe mit einer guten Freundin telefoniert, ich habe natürlich meinen Papa angerufen, meine Tante gesprochen und habe dann mir auch Sachen ausgemalt, ja, was ist, wenn jetzt wirklich stirbt und sterben wird. Und ja, dass es okay ist, dass es. Meine Oma, ich wünsche ihr nichts mehr als einen schönen Tod. Ich wünsche ihr nichts mehr. Ich finde es schrecklich, dass manche Menschen 20, 30 Jahre lang
leben müssen, wie die können nicht mehr laufen, können nicht mehr selbst essen und das finde ich furchtbar. Also, sorry, hier ist gerade, ich bin gerade im Wald und hier ist gerade ein Specht, der da rumhaut. Das ist ganz süß. Vielleicht hört ihr es auch. Ja, also, was ich mache, wenn ich mich mit dem Tod befasse, ist wirklich in dieses Gefühl zu gehen, okay, meine Oma stirbt jetzt, sie hat ein schönes Leben gehabt, ich habe ihr all meine Liebe gegeben, ich war für sie da, ich habe ihr zugehört, sie hat mir 10.000 Mal dieselbe Geschichte erzählt, ich habe trotzdem zugehört und dass ich sagen kann, ich wünsche mir, dass sie einen schönen Tod hat. Ja. Und ich finde, man sollte über den Tod genauso reden wie über schöne Dinge. Die ganzen Medien zum Beispiel, die jetzt alles so krass schlimm machen. Warum erzählen die uns nicht, hey, wie kannst du mit dem Tod umgehen? Warum hast du so viel Angst vor dem Tod? Was ist jetzt eigentlich eine Angst bei dem Corona, dass jemand stirbt? Was ist das? Warum erklärt uns keiner von denen, die die ganze Zeit in den Medien sind, wie du mit dem Tod umgehen kannst, dass du keine Angst haben musst davor, dass es kommen wird. Und das finde ich ist, wäre mal angebracht, dass die Medien mal darüber sprechen, hey, die Angst vom Corona ist der Angst vom Tod in irgendeiner Art und Weise. Und genau, das ich darf meine Oma jetzt nicht besuchen, ich bin in Gedanken bei ihr und ich denke, das weiß sie auch. Ich habe für sie gebetet, habe einen langen Spaziergang jetzt gemacht, war heute noch mal kurz bei meinem Papa, dass ich für ihn da bin und ja, möchte euch nur die Angst davor nehmen und dass ich, auch wenn ich dem Tod jetzt so nah war durch meine Oma, dass ich da trotzdem das Gute drin sehen kann, weil ich mir bewusst mache, dass sie einfach ein tolles Leben hatte, weil sie einen tollen Mann hatte und dass es nun mal so ist, dass das Leben zu Ende geht für uns alle und dass ich, dadurch, dass ich den Tod live mitbekommen habe schon und ihn gesehen habe, anhand jetzt von einem toten Körper, nimmt das mir die Angst, nimmt mir die Angst davor irgendwie und ja, genau, also, oder ich kann, mir wird es, dadurch werde ich dankbar für mein Leben und das tut mir das nochmal bildlich wirklich vor Augen legen. Maike, du wirst auch sterben. Mach das Beste aus deinem Leben. Fucking live your life as much as you can. Mach Dinge, die du noch nie gemacht hast. Probier Dinge aus. Lass dich nicht limitieren. Sei du selbst. Verwirkliche dich, weil du wirst irgendwann auch sterben. Und manche Menschen, habe ich das Gefühl, die leben so, als gäbe es ein zweites oder als gäbe es, was weiß ich, es gibt ja auch verschiedene Religionen mit Leben nach dem Tod oder was, Wiedergeburt. Aber trotzdem muss man doch hier auf der Welt jetzt das Leben leben, was man leben möchte. Und genau. Ja, ich wollte euch nochmal, ich bin gerade am Sonnenuntergang schauen. Hier in einer meiner Lieblingsspots. Es ist unglaublich schön. Ich bin unglaublich dankbar, dass es mir gut geht. Ich bin dankbar, dass meine Oma, dass es besser geht und wollte euch mit dem Post heute Morgen keine Angst machen, keine Trauer verbreiten, aber einfach nur, dass wenn ich die ganzen schönen Dinge mit dir teile, möchte ich auch die Dinge teilen mit dir, die mir Trauer auslösen. Und ja, ich hoffe, du hast, oder ich konnte dir mit meinen Worten ein bisschen die Sicht vom Tod ein bisschen anders darstellen und die Angst nehmen. Ich umarme dich ganz fest in den Zeiten und schicke dir ganz viel Liebe.